Guten Tag, verehrte Zuschauer. In Libanon sind nach dem Rückzug der israelischen Truppen aus den Schuffbergen schwere Kämpfe ausgebrochen. Israelische Kampfflugzeuge griffen nach Angaben aus Tel Aviv eine syrische Panzereinheit an. Radio Beirut meldete ergänzend, mindestens 2 Panzer seien von den Israelis abgeschossen worden. Im gesamten Gebiet der Schuffberge soll es schwere Artillerieduelle zwischen drusischen und christlichen Milizen geben. Auch der internationale Flughafen von Beirut ist wieder umkämpft. Der Rückzug der israelischen Truppen aus dem Schufgebirge begann gestern Abend. Hunderte von Panzern und Transportfahrzeugen rollten in Richtung Süden. Dort sollen die Truppen in der Nähe des Awali-Flusses neue Stellungen beziehen. Die libanesische Regierung war von dem genauen Zeitpunkt des Abzuges offenbar überrascht worden. Die christlichen und drusischen Milizen im jetzt unkontrollierten Schufgebirge haben angekündigt, so lange zu kämpfen, bis ein Abkommen zwischen ihnen und der libanesischen Regierung möglich sei. 4 Tage nach dem Abschuss eines südkoreanischen Jumbo-Jets durch sowjetische Kampfflugzeuge hat die amtliche Nachrichtenagentur TASS indirekt eingeräumt, dass die Verkehrsmaschine irrtümlich für ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug gehalten worden sein könnte. TASS übernahm kommentarlos Presseberichte aus dem Ausland, in denen über einen solchen Irrtum spekuliert wird. Der amerikanische Präsident Reagan will noch heute bekannt geben, mit welchen Maßnahmen die USA auf den Abschuss antworten werden. Reagan hatte am Wochenende mit dem Nationalen Sicherheitsrat und führenden Kongressmitgliedern darüber gesprochen. Er erörterte auch mit dem amerikanischen Chefunterhändler bei den Genfer Abrüstungsverhandlungen Nizze die Folgen des Zwischenfalls. Anschließend erklärte Nizze vor der Presse: Wir alle sind tief betroffen über die unverantwortliche Tat der Sowjets. Wir müssen uns trotzdem bemühen, den nuklearen Konflikt durch Abmachungen zu verhindern. Ich gehe nach Genf, wohl wissend, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen müssen. Der Präsident ist persönlich stark daran interessiert, dass wir in diese Gesprächsrunde eintreten. Wir haben keine Illusion, dass die Verhandlungen einfach verlaufen werden. Der Primas der katholischen Kirche in Polen, Kardinal Glemp, hat die Haltung der Warschauer Regierung im Zusammenhang mit dem Jahrestag des Danziger Abkommens verurteilt. Vor mehreren hunderttausend Pilgern forderte er in Częstochowa einen wahren Dialog der politischen Führung mit der Bevölkerung. Glemp meinte, der Kirche könnten die moralischen Aspekte der Vereinbarungen vom August 1980 nicht gleichgültig sein. In Leipzig ist die internationale Herbstmesse eröffnet worden. DDR-Staats- und Parteichef Honecker sagte bei einem Rundgang, die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR befänden sich in einer aufsteigenden Linie. Die Zusammenarbeit könne ohne besondere Abkommen verbessert werden, meinte Honecker. Der ständige Vertreter der Bundesrepublik in Ost-Berlin, Bräutigam, hatte auf eine spürbare Verbesserung im innerdeutschen Reiseverkehr hingewiesen. Hier, wie auch auf anderen Gebieten, müssten jedoch weitere Fortschritte erzielt werden. Der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Windelin, hat sich zum Ziel der Selbstbestimmung und der Einheit Deutschlands bekannt. Auf einer Veranstaltung des Bundes der Vertriebenen schränkte Windelen in Cuxhaven ein, dass die Einheit Deutschlands auf einer europäischen Friedensordnung beruhen müsse, die von den Nachbarvölkern akzeptiert werde. Ein dauerhafter europäischer Friede könne nicht auf der Teilung eines Volkes, das zusammengehöre, begründet werden, sagte er. Trauerzug für den Türken Kemal Altun in Berlin. Etwa 10.000 Menschen, unter ihnen auch viele Deutsche, begleiteten den Sarg des Verstorbenen, der sich am Dienstag das Leben genommen hatte, von Berlin-Kreuzberg bis zum Friedhof in Mariendorf. Der 23-jährige Altun war in der vergangenen Woche unmittelbar vor der Verhandlung über seine Auslieferung an die Türkei aus dem 6. Stock des Berliner Verwaltungsgerichts gesprungen. Der Freitod des jungen Türken hatte zu heftigen Kontroversen über die Auslieferungspolitik der Bundesregierung geführt. Die Wetteraussichten bis morgen Abend. Am Abend und in der Nacht Durchzug eines Regengebiets. Tiefstwerte 9 bis 14 Grad. Tagsüber wechselnd wolkig und vor allem im Norden Regenschauer. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. Die nächste Heute-Sendung um 19 Uhr.